Und ich gehe jetzt bald auf Wolfsjagd. Was soll's also? So, das Leder kann raus. Boah, 800. Das haut rein. Das ist geil. Hallihallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde in Medieval Dynasty. Und ja, nee, ich habe nichts, ich habe keinen Filter drauf. Ihr seht richtig, ich bin wieder rot. Jo, wieder rot habe ich. Ja, wir hatten ja auch ein kleines Voting. Ja, ich habe es natürlich nicht nur davon abhängig gemacht. Ich wollte es auch ehrlich gesagt wieder. Also, die Mehrheit hat schon richtig getippt. Obwohl dann Blond doch noch einen ziemlichen Schub bekommen hat beim Voting. Aber lange Zeit stand Rot halt wirklich eindeutig in der Mehrheit. Ja, jetzt bin ich wieder rot. So, und wir haben Frühling. Einen sehr, sehr verregneten Frühling. Ich habe mal in den Frühling vorgespult und das war eigentlich ein ziemlicher Fehler von mir. Denn dann habe ich festgestellt... Wo ist es hier? Ich habe zu wenig Geld für die Steuern. Das ist das, was ich brauche. Das ist das, was ich habe. Also, falls ihr gerade dieses Wuhu gehört habt, meine Nachbarn eskalieren hier gerade im Garten nebenan. Also, nicht wundern. Ich wundere mich ja auch über nichts mehr. Jedenfalls habe ich ein paar Sachen mitgenommen, die ich jetzt verkaufen will. Es ist noch nicht so viel. Ja, warum war es ein Fehler, jetzt in den Winter zu gehen? Und ich hätte ja mehr Geld machen können. Ja, weil ich habe hier die Kräuterhütte eingestellt. Und ich hatte gehofft, jetzt ein paar Tränke fit zu machen. Habe extra Holzfläschchen noch hergestellt und... in Auftrag gegeben bei meiner Handwerkerin und ja, dann war ich so doof, direkt in die nächste Jahreszeit zu gehen. Das hat natürlich sehr viel gebracht. Gibt aber noch schöne Nachrichten. Wir haben noch eine werdende Mutter jetzt im Dörfle, eine Landwirtin. Das ist gar nicht so schlimm, ich habe nämlich sehr viele Landwirte schon. Wir holen uns natürlich noch mehr dazu. Ja, und ich habe auch noch ein Pärchen zusammenziehen lassen. Jetzt muss ich aber gerade mal eben noch überlegen, welche das waren. Weil wir hatten ja eine kleine Pause gemacht hier. Waren die das? Ich glaube, die zwei. Nee, Quatsch, die ist ja gerade schwanger. Die kann es ja gar nicht sein. Genau, die beiden habe ich zusammengepackt. Sulizat und Nidamira. Beides handwerkliche Berufe. Ja, Handwerker ist ja auch hier Produktionsberuf und fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Die dann zusammen zu tun. Die können ja später auch noch in derselben Werkstätte arbeiten. Das ist ja dann auch okay. So, Roggen steht. Sehr schön. Apfelbäumchen wachsen. Und mehr wächst hier anscheinend gerade im Frühling auch gar nicht. Ja, ein bisschen ernüchternd. Karotte. Echt jetzt? Mehr ist hier nicht? Wieso denn? Tatsache. Tatsache. Tja, gut, kann man nichts machen. Karotte. Ah, nee, warte mal. Doch, Karotte. Weizen und Karotte. Wo ist denn Karotte? Bin jetzt verrückt? Das ist doch Karotte. Aber das ist doch nicht fertig. Pflanzenwachstum steht da. So. Ach so. Okay. Ja, aber jetzt haben die auf jeden Fall viel zu tun hier im Frühling. Sehr, sehr viel zu tun, denn jetzt wird ganz, ganz viel gesät für den Sommer und den Herbst. Und eine Kleinigkeit gab es auch hier. Ich habe ein Zäunchen mal gebaut. Das muss ich übrigens noch zu Ende machen. Das ging aber gerade nicht, weil ein Schwein und ein Ferkel draußen waren. Und ja, ihr hört richtig, ich habe Ferkel. Drei Stück an der Zahl. Super geil. Ich habe Ferkelchen, das heißt, auch da kann ich bald endlich Geld machen und die verkaufen. Das könnte ich auch jetzt schon, aber pff, das bringt mir ja nichts ein. Ja, die bringen mir auch nicht so viel ein, aber immerhin mehr als 50. Ziemlich cool. Und ich würde mir auch, glaube ich, demnächst mal... Das bleibt locker, du rennst doch schon gar nicht mehr. Ich glaube, ich würde mir demnächst mal auch ganz gerne ein paar Hühner oder so anlachen. Hühner oder Gänse, ich hol ja gerne beides. Muss jetzt nicht gleichzeitig sein natürlich, aber ich stelle die gern zusammen und zäune die ein, weil ich das schön finde, wenn das ganze Federvieh dann
da zusammen rumläuft und gackert und schnattert und was weiß ich. Sieht auf jeden Fall schön aus, als wenn jetzt Hühner und Gänse separat gehalten werden. Viele zäunen die Tiere ja auch gar nicht ein, die lassen die quer durchs Dorf rennen. Ist natürlich auch eine schöne Sache, wenn man einen kleinen übersichtlichen Hof hat, sag ich mal, oder ne, so eine kleine Siedlung. Aber ich finde, mit größer werdender Stadt ist es dann irgendwann nervig, dass die überall herumrennen. Und ich glaube, es ist auch schon einigen passiert, dass wenn die auf den Feldern dann geholfen haben, hier zu säen, haben die dann gerne mal einen Küken erwischt, was sich dazwischen versteckt hat. Das ist natürlich super traurig. Super duper traurig. So einen Küken zu erwischen. Ja, das wurde dann geschreddert. Und es gab dann Chicken Nuggets, aber ist trotzdem nicht schön. Ne? So, noch nichts los hier auf dem Markt. Da hinten kommen die Händler, oder zumindest ein Händler, der für Besonderheiten. Oh, und ach, ich würde ja jetzt gerne meinem Liebsten auch mal eine kleine Freude machen. Andererseits macht der mir ja auch nicht, ne? Ja, aber ich habe jetzt einfach auch nicht das Geld dazu. Das ist nämlich echt immer noch scheiße teuer bei dem. Ja, wir können jetzt auch hier diese kleinen Tierfigürchen kaufen. Das hatte ich letztens übrigens auch noch gesehen, die wir vorher bei, wie hieß er? Sambor gekauft haben. Die der hergestellt hatte. Die kann man jetzt hier auch verkaufen. Also immerhin, er hat es bis, also Sandors Ware hat es bis in The Oxbow geschafft. Das ist doch sehr lobenswert. Olivenöl. Vielseitigkeit, okay. Ich habe ja so einen super, was habe ich für einen? Ach, ich habe vergessen, was ich für einen habe. So einen Gelehrten war das oder was nochmal? Gelehrsam oder so? Neugieriger Geist. Ja, der wird es doch nicht sein, oder? Boah, eine Pfeife. Guck dich das mal. Die habe ich jetzt nicht gekauft, oder? Boah, Gott sei Dank nicht. Jemand, der gerne entspannt. Es gibt ja auch einige neue Sachen hier. Das ist ja schon ziemlich cool. Ein Süßschnabel. Oh. Jetzt eine Werkzeugkiste. Jemand, der gerne Ordnung hält. Gerne baut. Okay, wir haben ja allerlei Kategorien auf jeden Fall. Aber das bringt uns ja alles nicht weiter. Wir müssen Sachen verkaufen. Immer noch das, den Eintopf auf Tasche und das gute Brot. Ich muss nur noch die saure Milch holen, Leute. Ganz wichtig. Die saure Milch. Jetzt habe ich Brot, aber keine saure Milch. Und was ist Brot ohne saure Milch? Das geht nicht. Laut Aussage. Nicht meiner. So, Kupfermesser habe ich auch ein paar. Super traurig, dass ich nur so wenig Geld dafür kriege, weil eigentlich sind die 100 wert. Das Brot sieht noch gut aus. Das kriegt er aber nicht. Genau, Trinkschläuche hatte ich auch noch mitgenommen. So, sieht schon mal ganz gut aus. I've got it. Have a nice day. Aber noch nicht gut genug. So, Ostoria müssen wir ansteuern. Warte, da komme ich her, ne? Boah, ich bin immer so verwirrt, wenn ich... Ich weiß wo lang. Hier lang. Ist aber... Oh Gott. Boah, ich bin mal fast komplett richtig. Auf jeden Fall schneller als sonst. Okay, ganz chillig. Wir müssen aufpassen. Hier sind immer wieder böse Burschen unterwegs. Und natürlich auch Wölfe und andere gefährliche Tierchen. Tierchen. So ein Wiesent, so ein Tierchen. Das ist natürlich auch super jetzt im Regen. Da sieht man den Feind natürlich ganz klasse. Ah gut, so ein Frühlingstag, dass der mal verregnet, das ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, ne? Vor allem nicht hier im Game. Oh! Na toll, ich habe keine Ausdauer. Oh gut, dafür reicht das gerade noch so. Ich habe auch zwei Heiltränke mitgenommen.
Aber wenigstens zwei konnte ich herstellen lassen. Die habe ich mir direkt auch mal auf Tasche genommen noch. Haben die Leute aus der Kräuterhütte mir doch noch zwei hingekriegt. Ja, und drei Gifte habe ich hingekriegt. Ja, ich brauche Gifte. Ich muss Menschen vergiften. Also, ne, Feinde. Nicht wahllos irgendwen. Oh nein! Ich habe ihn nicht richtig getroffen. Aber doll genug, dass er Schiss hat. Okay. Oh nein, da ist noch einer. Oh nö! Ich glaube, ich habe auch keine Bolzen mehr. Du Mistvieh. Oh, ich bin stärker geworden anscheinend. So, wo ist das andere Mistvieh? Da hinten. Steckt der feste? Ah, jetzt ist er sauer, weil ich seinen Homie gehäutet habe. Echt jetzt? So hartnäckig bist du? Der andere ist nach einem Schlag umgekippt. Ja, aber ich nehme jetzt erstmal noch keinen Heiltrank. So, da ist wieder nicht. Aber diese Wölfe sind auch wirklich immer hier, ne? So, warte, ich muss mal eben gucken, ob ich noch Holzbolzen habe. Ja, habe ich. Ich habe gedacht, ich hätte weniger. Sehr gut. Ich meine, viel ist es nicht, ne? Aber immerhin etwas. Deswegen, eigentlich wäre ein Bandit ganz gut. Wenn der Holzbolzen dabei hat, kann ich den ausrauben. Statt der mich. Ah, jetzt sehe ich gerade in meiner Cam, dass das Licht total blau leuchtet, was ich jetzt hier im Hintergrund habe. Leute, das ist gar nicht blau. Das ist klatsche lila. Das ist richtig, richtig klatsche und kräftig lila. Und ich bin total überrascht, dass das so bläulich aussieht. Ganz leicht nur ein bisschen lila drin ist. In diesem Ton. Aber das ist ein richtig kräftiges Lila und da ist eigentlich gar kein Blau drin. Ist schwarzlich, deswegen, ja, passiert schon mal, wenn man das an der Cam dann auf der Cam aufnimmt. Ja, gut. Kommt auch noch ein bisschen mehr. Also es wird wahrscheinlich noch blauer bald bei mir. Obwohl es eigentlich lila ist, aber hey. Gibt Schlimmeres. Ich finde, so schlimm sieht es auch nicht aus. Also schlimmer wäre es, wenn es jetzt so richtig grell-pink wäre. Das wäre jetzt so gar nicht meins. So. Diesmal bin ich sicher, dass er tot ist. Hast du überprüft, ob er atmet? Ja, habe ich. Ich habe ihm sogar eine Ohrfeige gegeben, aber er hat nicht reagiert. Er war so kalt. Vielleicht haben sich seine Schauspielkünste verbessert. Hoffe ich... Hoffentlich ist das... Hoffentlich ist es das. Ich werde nachsehen. Und ich habe dir saure Milch versprochen. Hier, nimm. Danke, ich überprüfe noch einmal unsere Leiche. Nicht, dass er jetzt echt tot ist, Leute. Und wie übel wäre das denn? Ist er einfach da liegen geblieben, weil sein Kumpel nicht kam und dann verreckt oder was? Ich meine, es war Winter. Das dürfen wir nicht vergessen. Er lag im Winter da, ne? Ist bestimmt nicht so geil. Oh nein. Ich habe schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Ich gehe immer falsch mit diesen Zäunen. Ich meine, er war dumm, aber sterben hat er jetzt auch nicht verdient, ne? Wenn er wollte ja nur ein bisschen schauspielern. Ei, ei. Leiche. Da steht da auch jetzt Leiche. Hat er seine Farbe verändert? Ich weiß es nicht. Aufgewacht! Der Mann liegt noch genauso da, wie du ihn verlassen hast. Aufgewacht. Ich bin es nur. Du kannst aufhören, dich totzustellen. Stille. Sieh genauer hin. Stoislava hatte recht. Der Mann atmet nicht und er hat keinen spürbaren Puls. Versuche die Todesursache herauszufinden. Der ist echt gestorben. Krass, ey. Dein Blick bleibt an einem Haufen Beeren hängen. Unter ihnen bemerkst du Tollkirschen. Ah, super. Er hat sich vergiftet. Es sieht aus, als hätte er sie verwendet, um seine Lippen und seinen... Gesicht zu bemalen. Das geschieht, wenn man mit dem Tod spielt. Oh nein, er wollte wie eine Leiche aussehen und wurde zu einer. Na, das ist doch makaber. Ach nee.
Also das ist jetzt irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie tut mir das leid. Ich weiß nicht. Ich meine, ich kannte ihn kaum, habe jetzt keine große Sympathie für ihn, was das angeht, aber trotzdem. Abliefern an Mirgott. Achso, ja, meine Steuern. Okay, das war's schon. Die Quest ist vorbei. Mehr gibt es nicht. Ich habe gedacht, die will das vielleicht noch wissen, was passiert ist. Aber anscheinend nicht. Sie hat doch gesagt, bitte sieh mal nach. Und jetzt soll ich ihr nicht mal erzählen, was da vorgefallen ist? Das ist ja irgendwie ein bisschen doof, oder? Naja, mir egal. Was soll's? Ich hab saure Milch, mehr will ich nicht. Achso, warte mal, doch, vielleicht will ich doch mehr. Weiß ich aber noch nicht. Kommt drauf an, wer jetzt hier sitzt. Wir brauchen immer noch Menschen. I've heard about a man who ran a whole village entirely by himself. Ah, ein Jäger. Ah, ein Jäger brauche ich. Das ist genau das, was ich will. Ein Jäger. Muss mal eben gucken, das war doch richtig, ne? Ein Jägersmann brauchten wir. Für das Gleichgewicht der Macht, der Population, meine ich natürlich. Jagd, hier. Jo, ein Kerl soll's sein. Sind die Frauen hier dann tatsächlich älter als ihre Kerle? Ja gut, aber ein Jahr ist ja auch nicht schlimm. Oh, it's you again. Wir haben uns noch nie vorher gesprochen. Was heißt denn hier again? Aber okay. Da ist er. So. Mit wem soll er zusammen sein? Mit Bertha. Wohnt die eigentlich mittlerweile mit jemandem zusammen? Nee, ne? Ja, die sind auch noch nicht so gut. Aber ich glaube, das ist eigentlich mir mittlerweile ein bisschen egal. Weil die werden jetzt auch nicht jünger, ne? Ja, Vaslava ist schon ziemlich alt mit ihren 33. Klingt jetzt gemein. Ja, ich darf es aber sagen, ich bin älter. Ich bin noch älter, Leute. Deswegen. Ja, und der muss sich ja auch erstmal richtig bewährt machen, ne? Ich meine, wir werden jetzt erstmal bei ihr unterbringen. Was soll's denn? Also ich überlege noch, ob ich offscreen dir noch eben schnell eine Hütte ziehe. Ich habe auch keine mehr frei, ne? Ich habe letztens doch noch ein Pärchen gebildet, hatte ich ja erzählt gerade. Aber nee, da hatte ich dann unseren Neuzugang reingebracht vom letzten Mal. Wer war das? Noberta. Noberta wohnt jetzt in dem Haus, genau. Ja gut. Aber egal, wir haben einen weiteren Jäger, können wir gut gebrauchen. Und jetzt ist die Jagdhütte endlich frei. Entschuldigung, die hat mich gerade voll verwirrt mit ihrer Sabbelei. So, und ansonsten wäre hier auch, glaube ich, niemand Gescheites, den ich mitnehmen wollte. Nee. Ich wüsste jetzt nicht, wofür die Leute da gut wären. Gut. Eigentlich total unnötig gewesen, dass ich da markiert habe, weil ich habe ja da den Questmarker gehabt, aber okay. Ja, ein Geld fehlt uns aber immer noch, ne? Ist nicht gut. Wir brauchen Money. Hallo Hase. Ja, hoppel mal weg, ich will dich nicht jagen. Du bist keine Beute, die meiner würdig wäre. Ich meine, wir haben den ganzen Frühling Zeit, uns Geld für die Steuern zu holen. Ne? Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir jetzt nicht auf Anhieb an Tag 1 die Steuern alle zusammen haben. Wäre aber natürlich super, wenn wir es dann wirklich schnell hinter uns bringen und nicht die ganze Zeit nur auf Geldjagd jetzt so gesehen sind. So, da sind wir auch schon wieder bei mir. Bei einer der Kräuterhütten. Ja, hier will ich ja irgendwie weitergehen lassen. Ich weiß nur noch nicht ganz wie. Was kann gerade, als hätte irgendjemand einen Baum gefällt und der wäre im Hintergrund umgekippt.
War das irgendwie ein Gewittersound oder so? Also wenn, dann klang das echt komisch. Nicht wie Gewitter. Ja. Da sind sie, meine Schweinchen. Die großen und die kleinen. Viel, viel Kaki. Das ist gut. So, wir machen direkt mal eine Kontrolle im Lager bezüglich meines Düngers. Denn jetzt brauchen wir ja wirklich viel Dünger für die ganzen Felder. Und ich weiß, ich habe noch ganz viel Dung da. Ich weiß aber nicht, ob ich, ob die schon hinterhergekommen sind, genug Dünger zu machen. Also wer ist schneller? Die Bauern oder die Scheunenknechte? Und die Schweine? Okay. Boah, jetzt kacken die aber gut ab, die Viecher. Also die kacken nicht ab, aber die kacken gut rum. Ich nehme mir das mal mit und greife den mal ein bisschen unter die Arme. Aber jetzt hätte ich auch... Ah, ich habe doch auf der anderen Seite auch... Obwohl, nee, Denkfehler. Vergesst es, hab nichts gesagt. Lülü. Ja, die haben jetzt auch gut was zu tun hier alle. Es wird gesät, was das Zeug hält. Deswegen wird das jetzt auch super schnell weg sein. Ich kann ja gleich mal im Nahrungsmittellager gucken, ob noch Verdorbenes da ist. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Gott, sie schnitzt noch immer. Wir schnitzen, ne? Wir schnitzen uns unseren Dünger. Aus Dung. Sicher. Sondern so schön ich diesen Baum hier finde, den lasse ich natürlich auch wachsen, wenn die Zeit reif ist, muss der leider jetzt hier weg. Nicht, weil er mich stört, sondern weil ich sein Holz brauche. Wir brauchen Holz. Ja, ich muss auch auf jeden Fall noch ein bisschen skillen da, um die zweite Holzfällerhütte freizuschalten. Erstens das, zweitens... Ich brauche dringend diese Scheißmine. Oh, ich war noch mal in der Mine drin, habe noch mal ein bisschen was geholt. Ist aber, wie gesagt, nicht so viel dabei rumgekommen. Deswegen brauche ich dringend diese Mine. Ah, Pelze hatte ich noch, die hätte ich noch verkaufen können. Naja, ist nicht schlimm, wir wollen eh nochmal nach Piastovia, weil ich aufs schwarze Brett gucken will. Okay, warte mal, irgendwer beschwert sich davon von meinen Farmarbeitern, das gefällt mir gar nicht. Was fehlt? Das ist nicht das Richtige hier. War offen. Was fehlt? Zwiebelsamen. Oh, ich habe zu wenig Samen da. Und hier? Weizenkorn. Weizenkorn. Echt? Ich habe nicht genug Weizenkorn und nicht genug Zwiebelsamen. Ist das scheiße. Wieso habe ich denn kein Weizenkorn? Das erschließt sich mir jetzt gerade nicht ganz. Moment mal. Hier ist meine Scheune. Habe ich echt keinen Weizen mehr? Ich habe das gar nicht freigeschaltet. Ach du Scheiße. Ja, aber... Hä? Ja, aber wo soll ich das denn freischalten? Moment mal. Da steht doch gar nichts diesbezüglich. Das müsste doch automatisch frei sein. Bin ich jetzt blind gewesen, oder? Was ist denn jetzt los? So, Moment mal. Ach, hier muss ich ja... Entschuldigung.
Weizen. Ja, guck mal, wie viel ich auch da hab. Scheiße. Blöd. Da muss ich schon dranbleiben. Ich mach mal den Turmbewurf raus. Den hatte ich auch eigentlich nur als Lückenfüller da. Eieieiei. Jetzt müssen wir aber echt reinhauen und gut dreschen. Dass wir das wieder kompensiert bekommen. Scheiße. Wir brauchen dringend... Ich glaube, ich muss da mal ein bisschen mit anpacken. Da komme ich jetzt nicht drum rum. Wir können jetzt nicht nach Piastovia. Obwohl, das schaffen die. Das ist ja nicht viel da. Das ist ja eh nicht viel da. Ah, ich würde so gerne noch Zwiebelsamen kaufen. Aber wovon? Ich habe doch nichts. Bin doch arm. Hier sind noch Trinkschläuche. Die könnte ich noch mitnehmen. Das ist ja nicht viel, ich weiß. Hier ist noch... Oh, eine Menge Leder. Sag mal zwei... Nee, komm. Da geht doch mein innerer Monk steil, ey. Geht gar nicht. Hier haben wir Kohlsamen, Karotte. Karotte haben wir reichlich da. Ja, aber echt nicht genug von dem... Scheiße, ey. Hatten wir echt nicht genug von den Weizensamen da? Ja, weil ich die nicht in Auftrag gegeben hatte. Ich Hornochs. Hornochs. Nee, also das lohnt sich hier alles nicht. Nee, dann gehen wir mal mit dem, was wir haben, los. Und gucken wir mal, was das schwarze Brett so von sich gibt. Und was wir dann in der nächsten Folge dann da quächten können. Ich meine, so oder so, ich brauche ja neben Reputationspunkt natürlich auch Geld. Das heißt, Geld machen wir... Hoffentlich bis zum nächsten Jahr etwas besser. Aber ich weiß nicht, ob mir die Bewohnerquests da wirklich bei helfen. Ich glaube, die sind wirklich einfach nur da, damit du genug Reputationspunkte sammeln kannst auf lange Sicht, weil Geld kommt da nicht viel bei rum. Ich stinke natürlich, ja, mitten im Regen. Ist wie Wash and Go. Aber okay. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch gar nicht mehr Wash and Go. Das war in den 90ern und... Ja, das waren die 90er, ne? Da war das so richtig populär. Da gab es zwei Duschgel-Marken, die einfach immer überall in der Werbung waren. Das war Dusch Das und Wash and Go. Dusch Das gibt es noch heute. Wash and Go nicht mehr. Ich glaube, die haben das dann auch einfach gemacht, ne? Wash and Go. Mir ist fast hier rüber gerannt, ja, wegen diesem blöden Nebel. Aber vielleicht gehe ich mal eine Runde in den See, um mir den Dreck abzuwaschen. Und mal in die Hocke. Ah. Da fühlen wir uns doch gleich wieder wie ein Mensch. Plöpp. So, schwarzes Brett. Enttäuscht mich nicht. Sieht nicht nach viel aus. Okay, oh, 16 Münzen. Das ist doch nicht wahr. Okay, das sieht gut aus. Ein Barsch soll ich da liefern. Nee, abliefern. 6-mal Fischbär. Ich bekomme einen Barsch. 6-mal Fischbär. Pff. Jage Wolf, 4. Das würde auch noch gehen. Das würde sogar noch besser sein. Dann gehen wir mal Wölfe jagen. Die Viechers. How is life treating you? Show me what you got, baby. And I'll show you what I have. So. Ja, ich,
Nicht, weil ich mir viel davon erhofft hätte, aber ich schlepp's jetzt die ganze Zeit mit mir und wir haben wirklich viel Fleisch. Und ich gehe jetzt bald auf Wolfsjagd, was soll's also? So, das Leder kann raus. Boah, 800. Das haut rein, das ist geil. 800. Das ist auch okay. Jetzt habe ich den ausgenommen, mehr hat er nicht. Boah, ich dachte gerade, der hätte seine Waffe gezogen, aber das war ich. Lässt du das mal bitte, danke. Hallo. Hallo. So, du bist jetzt einfach dran und musst den anderen Scheiß von mir auch noch kaufen. Oh, Gott sei Dank haben wir jetzt genug Geld für die verfluchten Steuern zusammen, ehrlich. Ah ja, in die Trinkschläuche. Ja, aber immerhin. Das ist okay. Kann man mit arbeiten. Auch mal weg. Ja, ich weiß, ich brauche die für Pfeile und so, aber ich habe, meine ich, noch sehr viele Federn da. Best goods in the realm. Natürlich. So, wo ist er? Der war'n. Ah ne, es ist ja dieser Schnösel, genau. Mirogott. Sprich. Ich bin hier, um meine Steuern zu zahlen. Und deshalb ist der Frühling meine liebste Zeit im Jahr. Ich ertrage dieses verdammte Ungeziefer nicht, aber ich liebe das Klimpern von leicht verdientem Geld einfach. Kommt zu Papa, ihr wunderschönen glänzenden Münzchen. Ja, das sollte alles sein. Ja, ja, schon recht. Du kannst jetzt wieder gehen. Ich hasse den. Ich hasse den Kerl. Unglaublich, der Typ. Gut, Leute. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen heute. Und allein, weil ich mir das jetzt gerade von ihm geben musste, hoffe ich, dass ihr mir einen kleinen Like gebt für die Folge. Abonniert natürlich auch gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, wie es denn hier weitergehen wird. Und ich freue mich natürlich auch über Kommentare von euch, ganz klar. Ja, dann habt noch alle einen schönen Tag. Danke fürs Dabeisein und bis dahin, eure Natzen. Bye!